Mein Name ist Sören, ich bin bei Verdi am Geocampus in Lankwitz an der FU hier Student und auch organisiert bei der Revolutionär-Kommunistischen Jugend und bei der Zeitung Klassische Klasse. Wir haben den Kampf schon lange begleitet und tun das auch weiterhin und haben viele andere Arbeitskämpfe begleitet und das, was Matthias gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Letztlich kommt es auf unseren Druck an und das, was wir hier schon mit vergleichsweise, ja, mit viel Aufwand, aber wir können noch sehr viel mehr geben, hier auf die Beine gestellt haben, zeigt schon, wie viel mehr noch drin wäre. Und ich glaube, es kommt, also es gibt so ein paar Aspekte, wenn wir die sozusagen beachten, dann können wir noch viel mehr rausholen. Einerseits gibt es viele Beispiele von erfolgreichen Kämpfen, wie zum Beispiel beim Botanischen Garten. Ich habe hier so ein wunderbares T-Shirt an. Die haben jetzt gerade erst nach 40 Monaten Streik oder 40 Monaten Arbeitskampf ihren Arbeitskampf gewonnen und haben es geschafft, dass sie jetzt wieder eingegliedert werden als vollständige Mitglieder der FU. Nachdem es krasseste, dafür erstmal Applaus auf jeden Fall. Also es gibt vieles, was sich erreichen lässt durch einen harten Kampf und die Gegenseite der FU, das war alles andere als nett und freundlich. Mit dreistesten Methoden wurde da Druck ausgeübt auf die Betriebsräte. Wurden ja, Union Busting betrieben und wir müssen uns halt eben darauf einstellen, dass es hier überhaupt kein nettes Kaffeekränzchen ist, sondern dass wir das hier alles erkämpfen müssen. Und deswegen, wenn wir uns solidarisieren mit anderen Kämpfen, wie sie jetzt anstehen, zum Beispiel an der Charité, bei Vivantes, in anderen Sektoren, dann können wir es auch schaffen, die Solidarität von diesen Leuten für unseren Kampf zu gewinnen. Und es gibt viel prekäre Beschäftigung an der FU, viel zu viel. Es gibt ganz andere grundlegende Missstände und das sind alles letztlich politische Fragen. Und wenn wir uns einmal auf die Hinterbeine stellen und zeigen, was wir von dem ganzen Dreck halten, dann können wir auch tatsächlich was verändern. Es gab jetzt wie schon erwähnt wurde, Versuche, sich in Räumen an der FU aufzuhalten, politische Forderungen aufzustellen, Raum zu erkämpfen. Es gibt sicherlich vieles, was man da bei dieser Bewegung ja, vielleicht anders machen könnte. Wir haben uns da auch kritisch darauf bezogen, aber erst einmal war es ein Ausdruck, wir wollen Grundlegendes an dieser Uni ändern und die Uni hat geantwortet mit haufenweise Repressionen. Die Leute haben Strafanzeigen bekommen. Und ich denke, auch da müssen wir uns solidarisieren und sagen, das geht nicht klar, dass die Uni zu diesen Mitteln greift. Auch jetzt vorhin habe ich persönlich von dem Herrn Cloris die Androhung einer Strafanzeige bekommen, weil angeblich Sachbeschädigung für irgendwelche Sprühkreide, die zufällig gerade auf irgendwelchen Boden erschienen ist und das ist komplett haltlos, weil das Zeug ist komplett abwaschbar und alles sozusagen überhaupt nicht strafbar, ganz harmlos. Und das ist ein Zeichen, dass dieses Klima der Repression, des Runterhalten vom Widerstand weitergeführt wird, dass es aufrechterhalten wird. Und genau, da denke ich, müssen wir uns auch klar dagegen stellen. Ich will jetzt nicht mehr zu viel reden. Also ich denke, wir können uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Ich finde es super, dass wir halt hier eine kämpferische Stimmung haben. Und alle Leute, die jetzt noch was sagen wollen, sollen zu Wort kommen. Ich will nicht mehr so lange machen. Ich will noch ankündigen, ein Mittel, wie wir stärker werden können, wie wir besser, also mehr werden können, sind, denke ich, Basisversammlungen an allen Unis. Die hat es schon gegeben, die soll es, denke ich, auch weiterhin geben. Ihr habt die Flyer bekommen, nochmal zur Erinnerung.
An der TU am 17. um 16 Uhr, an der FU jetzt am Donnerstag, also Mittwoch, am Donnerstag um 14 Uhr und an der HU am 22. um 16 Uhr. Diese Basisversammlungen sind super wichtig, dass wir uns konkret an unserer Uni austauschen können, dass wir konkrete Pläne schmieden können, wie wir mehr Leute reinziehen können in den Kampf, wie wir gute Aktionen machen können, und das können wir dann auch wieder zusammentragen, sozusagen zentral berlinweit, und dann uns sozusagen einen Schritt weiter austauschen, wie es dann weitergehen soll auf berlinweiter Ebene. Genau, das sind so ein paar Aspekte. Ich denke, es gibt noch sehr viel mehr zu sagen und ihr habt auch noch ganz viel zu sagen, und deswegen gebe ich an dieser Stelle erstmal ab.